Yo, moin Boys, moin Leute, wie immer herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder ganz klassisch hier, jetzt ohne irgendwas ausprobieren, jetzt sei es mal in der Halle, sei es aber auch mal zum Beispiel jetzt spontan Talk bei Nacht. Genau, heute ganz klassisch eine kleine Talkrunde, nämlich über die Gosha X Adidas Collection. Da ist ja ein Lookbook rausgekommen, beziehungsweise wurde geleakt als PDF-Datei. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich zu 100% stimmt. Auf jeden Fall die Bilder, die da drauf sind, die waren auch bei der Fashion Week zu sehen. Hin und wieder werde ich dann hier als in dem Video, links oder rechts, wie auch immer, wie es jetzt am besten positioniert ist, Bilder einblenden von der Collection. Auf jeden Fall reden wir mal ein bisschen darüber eben. So, die Collab, beziehungsweise die ganzen Informationen, die habe ich hier. Auf jeden Fall, das ist eine Gosha Fall Winter Season 2017, also so wurde das veröffentlicht. Da wurde dann auch preisgegeben, dass es eine Gosha X Adidas Collabo gibt. Was ich für mich persönlich die beste Entscheidung ist, was Adidas, aber was auch Gosha machen kann. Weil man muss halt ehrlich sagen, Adidas und Gosha, also Adidas mit dem russischen Design, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Also ich feiere es hardcore. Genau. Und da ist halt hin und wieder so Bilder zu sehen, so halt. Sag mal, abgefuckte Gestalten rumlaufen in einem Stil, den ich jetzt nicht so tragen würde, aber trotzdem schon irgendwie feierbar ist, muss man halt so sagen. So in diesem Video, also das versuche ich so kurz wie es geht zu halten, werde ich euch zeigen, was ich mir kaufen werde. Also die Kollektion ist allgemein so ganz Gosha-typisch gehalten, also ziemlich assi, ziemlich auch so an diese 80er, 90er, vielleicht sogar 70er Jahre der Russen gerichtet. Also für mich persönlich, ich habe das auch mal in einer Facebook-Gruppe gepostet, die Sachen sehen scheiße aus. Und erinnere mich an Obdachlose aus Moskau oder aus dem tiefsten Moskau, halt aus dem tiefsten Moskauer Ghetto. Aber wenn die Sachen geil aussehen, dann sehen die halt so geil aus. Also ich feiere das Hardcore. Genau, kommen wir zum ersten Teil, das ich mir kaufen werde. Das ist nämlich so ein Adidas Jersey T-Shirt. Also ganz klassisch Adidas T-Shirt. Ganz klassisch Adidas Trikot. Trikotstoff. Mit drei Streifen, ganz klassisch mit einem weißen Kragen auf den weißen Ärmelenden. Adidas und da steht dann Gosha Rubczynski und in Schwarz steht hier Football. Das habe ich von meiner Mutter übersetzen lassen, weil Kyrillisch kann ich leider nicht lesen. Also Football steht da drauf, das ist wahrscheinlich so angelehnt an die Fußball-WM 2018, die ja in Russland stattfindet, genau. Und das Trikot gibt es in Schwarz, in Rot und in Weiß. Rot werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, aber wahrscheinlich dafür Weiß und Schwarz. So, dann als nächstes ein Sweater, den werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber trotzdem ist er erwähnenswert, weil er ziemlich fresh aussieht. Nämlich ein so oversized wirkender mit Drop Shoulders, so wie das aussieht auf dem Bild. Adidas Sweater, wo die Tribalowski, also die drei Streifen, das heißt auf Russisch Tribalowski, hier anfängt und halt nach vorne geht. Gibt es in Schwarz und in Weiß. Wahrscheinlich würde ich ihn ja weiß holen, aber wenn überhaupt. Genau, mit diesem Streifen dann da, Adidas und Gosha Rubczynski, man merkt halt einfach an dieser Kollektion, das ist halt wirklich so an diese 80er und 90er angelehnt. Also richtig, richtig Vintage, was ich aber hardcore feiere. Für andere vielleicht dann interessant, für mich auf jeden Fall nicht, ist die Gosha Logo Sweatpan, also eine ganz normale Jogginghose. Und Gosha Rubczynski in so einer, schwer festzumachen, was das für eine Schrift ist, auf jeden Fall so eine ältere russische Schrift, würde ich mal sagen. Genau, Gosha Rubczynski und ich glaube, ich kann es übersetzen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da steht dann noch darunter Russia. Also es müsste Russia sein, weil P ist bei denen, glaube ich, ein R und O ist ein U und CC ist ein S, glaube ich. Also ich denke mal, es ist Russia, wenn ich es so übersetzen kann. Die Sweatpan kostet 164 Euro und das Sweater 120 Euro. So interessant für jeden Russen, schaut da dann Richard, der jetzt anscheinend auch Gosha-Fan geworden ist wegen der Jacke da. Wäre das so eine Adidas Tracktop-Jacket, also so aus Baumwollstoff, so wie diese Jogginghosen von Adidas jetzt sind, die momentan voll in sind. Gibt es in Schwarz-Weiß, Rot-Weiß und Weiß-Schwarz. 99 Euro kosten dann die drei Streifen. Football steht da wieder drauf, Adidas. Ja, ziemlich cool, aber flasht mich auch nicht so hardcore. Dann als nächstes, was ziemlich unnötig ist, aber ich mir trotzdem kaufen werde, sind Adidas Sportsocks, also mit Gosha Rubczynski. Genau, Gosha Rubczynski steht da unten auf dem Fuß. Dann Adidas und Football steht da drauf. Die Socken, die Farben sind abgebildet. Dann als nächstes ein Gosha Logo Hoodie. Genau. Das soll auch sehr oversized fitten. Also sieht man schon, dass er lange Ärmel hat, auch kurz geschnitten. Relativ kurz. Reflective ist es auf jeden Fall. Also das Logo, genau.
gibt es in den Farben, die abgebildet sind. Ich würde mir da wahrscheinlich dieses Orange kaufen, wobei ja dieses, wenn es orange-weiß wäre, würde ich Hardcore feiern, aber orange-grau weiß ich nicht. Auf jeden Fall grün oder dunkelgrau würde ich mir kaufen. Dann das gleiche Spiel mit Sweater. Genau, zu den Hoodies. Hoodies kosten 166 Euro, Sweater 159 Euro, sollen auch Oversize finden. Man sieht jetzt hier ganz genau, Drop Shoulders. Ja, in dunkelgrau würde ich mir das kaufen, vielleicht dunkelgrün, mal schauen. So, und dann einer meiner Favorite-Sachen, weil ich mir versuche, so viele Farben zu kaufen, wie es geht. Nämlich dieser Kusha-Logo-T-Shirt in schwarz, khaki, burgundi, grau und weiß. Ehrlich, ich finde jede Farbe geil. Ich würde eigentlich am liebsten auch jede Farbe haben. 60 Euro kosten die, ist nicht ganz billig, aber ich versuche auf jeden Fall so viele Farben zu gucken, wie es geht, weil ich fühle Gosha halt hardcore und das gefällt mir auch einfach. Der Schriftzug, das ist mega, deswegen versuche ich da so viel zu gucken, wie es geht. So Leute, das wäre so ein kurzes, ja, wie soll man sagen, Präsenten des Lookbooks. Ich verlinke das euch unten dran, da könnt ihr auch mal reinschauen, genauer reinschauen, was für Farben rauskommen, was noch, also es kommt noch mehr raus, aber das sind so jetzt die wichtigsten Sachen, die ich quasi gezeigt wurden. Schreibt mir in die Comments, was ihr euch kaufen wollt, ob ihr Kusha genauso feiert wie ich. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. On your back, that's a fact. When they see you, they gon' try and give you that. That's a fact. It's like Broadway, how all these niggas act. That's a fact. I'm way too deep in this shit to look back. That's a fact.